Hi Dude, der Dude hier. Neues Pokémon Sun and Moon Video. Live Reaction. Okay. Gut, es kommt. What the fuck, Alter? Geil! Ich meine, es sieht komisch aus. Grasdrache, WTF? Holy shit. Okay, Vulpix, bin gespannt. Ja, Vulnona kennen wir. Alter! Boah! Eis! Eisfee! Holy shit! Holy shit! Genau das wollte ich, Dudes! Und das sieht genial aus vom Design, das Artwork. Eis und Fee. Sandama. Sandama wird wahrscheinlich auch Potenzial haben, in mein Team zu kommen. Eisstahl! Stahl, mein Lieblingstyp! Holy shit! Holy shit! Legit, Leute. Das ist mit Abstand der beste Trailer, den ich seit Jahren zu Pokémon gesehen habe. Ich übertreibe gerade nicht. Ich sehe den jetzt auch zum ersten. Hey, es dürfen gerne noch mehr sein. Aber gut, neue Pokémon. Ich bin gespannt. Interessant, interessant. Ja, das ist jetzt. Ja, ist halt so Hawaii-Style, ne, vom Aussehen her. Farben sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist das die Weiterentwicklung des Gelbe oder sind das einfach nur die vier verschiedenen, weil es gibt ja vier Inseln. Wahrscheinlich wird jeder zu einer Insel irgendwie dazugehören. Das erinnert mich irgendwie an Firnontor, so ein bisschen. Cool, Gestein und Flug, krass, Mann. Okay, jetzt sieht's aber kacke aus, finde ich. Persönliche Meinung einfach nur. Ah, wir haben endlich die Weiterentwicklung. Ja gut, das habe ich eigentlich irgendwie erwartet, dass er so aussehen wird. Kein Hate natürlich, kein Hate. Aber das ist Donald Trump, ganz einfach, mit Ziegenbart inzwischen. Okay. Okay. Ja, also Pflanze war nie mein Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf Bisaflor war Pflanze nie mein Typ. Bisaflor ist nämlich fucking OP. Ich liebe Bisaflor, gehört zu meinen Top 5 Pokémon. Ach ja, und Chevrum auch aus 6. Gen. Mag ich auch sehr. Diesen Ziegenbock. Aber holy shit, was für neue Attacken. Ah, okay, Mazzel war also die Weiterentwicklung. Ich dachte, Mazzel wäre ein einzelnes Ding. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es eine Vorentwicklung noch hat. Ey, nicht Salandit zerstellen, Mann. Salandit ist meine größte Hoffnung. Und wir können natürlich reiten. Wie ich schon sagte, neue Transportmöglichkeiten. Das mit Tohido kennen wir bereits. Wir können jetzt sogar mit Glurak fliegen. Geil. Und wir haben so eine Art Kampfzone, oder wie? Gewisse Riten und, ja, Challenges. Ah, okay. Holy shit! Alter, die haben sogar eine Aura, wodurch sie noch stärker sind. Das sieht aber irgendwie. Sah gerade ein bisschen Power Rangers-mäßig aus. Aber wenn die halt eine neue Aura und irgendwie mehr Potenzial bekommen, die Pokémon, finde ich das schon sehr interessant. Nein, nicht Sandan! Er sieht jetzt so cool aus. Ja, ein Z-Move, mach mal Power Ranger. Ja, genau, so eine kleine ja, übertreib halt. Ja, das ist voll. Ja, geil, mein Popplio, Alter. Muss schön OP sein. Wird sich definitiv gekauft. Da wird es definitiv zu Videos geben. Das ist zu genial. Also, das hat mir echt gefallen. Holy shit, also Sandama kommt definitiv in mein Team mit Abstand. Neben Salandit und Popplio mein Favorite bisher.